Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Fürs heutige Video habe ich mal endlich wieder gebastelt und zwar suchte ich schon länger eine Möglichkeit, die Verwaltung der Einkaufsliste zu erleichtern. Die Grundidee war, mit Hilfe eines Barcode-Scanners die Einkaufsliste zu füllen, also den Barcode eines Produktes zu scannen und dieses dadurch automatisch auf der Einkaufsliste in Home Assistant einzutragen. Für die Platzierung des Scanners stellte sich mir die Frage, wann der richtige Zeitpunkt des Scans im Alltag ist. Und das wäre für mich, glaube ich, entweder beim Entnehmen aus dem Vorrat oder eben beim Entsorgen. Ich habe mich hier für das Entsorgen entschieden und den Scanner daher am Mülleimer in der Küche platziert. So kann ich beim Wegwerfen bequem den Barcode scannen und den Artikel darüber auf der Einkaufsliste eintragen, um ihn beim nächsten Einkauf nicht zu vergessen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das Projekt natürlich wieder mit ESP Home umsetzen wollte. Die Software war also klar, ich musste nur noch einen passenden Sensor finden. Es gibt zwar einige Barcode-Leser, die Scan-Ergebnisse über UART ausgeben und sich somit recht einfach in ESP Home verwenden lassen, jedoch sind die meisten mit ca. 50 Euro oder mehr relativ teuer. Ich habe mich daher für die Bestellung eines immerhin etwas günstigeren GM60 entschieden. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch hier mal beide Varianten, denn funktionieren sollten beide. Allerdings unterstützt der günstigere, den ich hier benutze, nicht alle Arten von Barcodes. Ich denke aber, bei EAN-Codes spielt das in der Regel auch keine große Rolle. Außerdem lässt der GM60 sich dank des Schraubgewindes direkt im Gehäuse montieren, was für mich in diesem Fall das Hauptargument für diesen Sensor war. Für ein direktes Feedback am Gerät, ob der Scan geklappt hat, habe ich noch einen Buzzer und ein Display verbaut. Hier habe ich mich jeweils für die kleinste und einfachste Variante entschieden, also einen aktiven Piezo-Buzzer ohne RTTTL, also keine Melodien oder so, und als Display ein kleines 0,96 Zoll OLED, welches zum Anzeigen des Produktnamens vollkommen ausreichen sollte. Um die Bauteile jetzt sauber miteinander zu verbinden, habe ich dann auch wieder eine kleine Platine entworfen. Die Platine wurde mir wie immer von PCBWay.com gefertigt und für dieses Video kostenlos zur Verfügung gestellt. Daher an der Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung dieses Videos. Falls ihr selber auch mal Platinen für euer nächstes Projekt benötigt, schaut doch mal bei PCBWay.com vorbei. Da bekommt ihr 10 Platinen bis zu einer Größe von 10x10 cm für schon 5 Dollar zuzüglich Versand. Die Versandkosten machen das Angebot natürlich hier immer etwas zunichte. Allerdings bin ich bisher immer rundum zufrieden gewesen, weshalb ich mich trotz des Aufpreises auch bei privaten Projekten immer für DHL Express mit IOSS entscheide. Denn so hat man wenigstens mit der Zollabwicklung nichts mehr zu tun und ich bin mir sicher, dass ich die Lieferung nicht erst irgendwo abholen oder nachträglich noch irgendwas bezahlen muss. Was mich bei der Platine aber besonders freut, ist, dass es sich jetzt um meine erste Platine handelt, die das offizielle Made for ESP Home Logo tragen darf. Das hat mich zwar ein paar Stunden Arbeit gekostet, aber es freut mich jetzt wirklich umso mehr, das Logo offiziell für mein Projekt verwenden zu dürfen. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Jesse für die freundliche Unterstützung und die Freigabe für dieses Projekt. Aber legen wir jetzt endlich mal los und bestücken zuerst die Platine. Den ESP setze ich dabei wie immer auf Buchsenleisten, um ihn jederzeit auch bequem von der Platine zu entfernen. Für die Sensoren habe ich normale Pinheader vorgesehen und als Stromanschluss einen Terminalblock. Dann fehlt nur noch der Buzzer in der unteren rechten Ecke und damit ist die Platine auch schon fertig. Für die Verbindung zwischen Display und Platine nutze ich einfache weiblich-weiblich Jumperkabel. Um den Barcode-Scanner anzuschließen, habe ich den vorhandenen JST-Stecker entfernt und passende 2,54 mm Buchsen auf die vorhandenen Kabel gekrimmt. Damit man später am Gehäuse bequem ein normales 5-Volt-Netzteil anschließen kann, löte ich an einer 5,5 mm Einbaubuchse jetzt noch zwei Kabel an, welche später am Terminalblock der Platine angeschlossen werden. Damit ist die Hardware-Vorbereitung auch schon fertig und wir können das Ganze schon mal im 3D-gedruckten Gehäuse montieren. Den Link zur STL-Datei für das Gehäuse findet ihr natürlich ebenfalls in der Anleitung des Projekts. Den ESP stecke ich jetzt noch nicht auf die Platine, denn auf den muss jetzt erstmal ja noch die Software drauf. Wie schon erwähnt, habe ich auch bei diesem Projekt wieder auf ESP Home gesetzt. Die Installation ist durch die Verwendung des Webinstallers jetzt etwas anders, als ihr es von meinen Projekten bisher gewohnt seid. Aber trotzdem denkbar einfach. Worauf ich vorher aber noch kurz eingehen möchte, sind die verwendeten REST-APIs, die ich nutze, um die Daten zum gescannten EAN-Code überhaupt zu ermitteln. Der Sensor liefert den Wert des Barcodes über die UART-Schnittstelle zurück. In der Regel handelt es sich dabei um die EAN-Nummer des Artikels. Zu dieser EAN-Nummer muss jetzt also der Name des Produkts ermittelt werden.
Also begab ich mich auf die Suche nach APIs, die anhand von EAN-Nummern Informationen zu den jeweiligen Artikeln überhaupt liefern können. Die erste API, die ich getestet habe, war opengtindb.org. Dabei handelt es sich um eine öffentliche Produktdatenbank, die jegliche Art von Artikeln beinhaltet. Allerdings enthielten einige der getesteten Artikel zum Beispiel Tippfehler oder die Daten waren unvollständig, also suchte ich noch weiter und fand als Alternative openfoodfacts.org. Die Daten von OpenFoodFacts sind zwar auf Lebensmittel beschränkt, allerdings sind die Einträge meiner Meinung nach etwas zuverlässiger als die von OpenGTIN. Deshalb habe ich mich entschieden, zuerst OpenFoodFacts nach der EAN zu fragen und falls diese kein Ergebnis zurückliefert, dann versuche ich über OpenGTIN.db den Produktnamen und den Hersteller zu ermitteln. OpenFoodFacts kann kostenlos und völlig frei verwendet werden. OpenGTIN benötigt eine Query-ID. Jede ID ist dabei auf 500 Abfragen pro Tag begrenzt. Das sollte in der Regel wohl für den geplanten Zweck mehr als ausreichen. Die ID erhält man allerdings hier nur, wenn man eine 20-Euro-Spende an Küste gegen Plastik leistet und den Zahlungsbeleg als Nachweis an OpenGTIN.db sendet. Zu Testzwecken gibt es eine Demo-ID. Auch diese ist allerdings auf 500 Abfragen pro Tag eingeschränkt. Diese habe ich im Projekt auch als Standard hinterlegt. Allerdings gilt das Limit halt für alle Nutzer inklusive aller Tester der API auf einmal. Daher würde ich für eine produktive Verwendung empfehlen, auf jeden Fall eine eigene ID anzufordern. Alle Informationen zur Query-ID findet ihr auch noch einmal in der FAQ des Anbieters. Wer den Scanner allerdings eh nur für Lebensmittel nutzen möchte, kann die Query-ID auch ignorieren, denn es wird immer zuerst versucht, über OpenFoodFacts den Produktnamen zu ermitteln und wie schon erwähnt, nur wenn diese kein Ergebnis liefert, greifen wir überhaupt auf OpenGTIN.db zurück. Also könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr auch andere Artikel zuverlässig abfragen möchtet oder euch die Lebensmittel reichen. Solltet ihr noch eine andere EAN-Code-Datenbank kennen, die ihre Daten kostenlos über eine REST-Schnittstelle oder ähnliches zur Verfügung stellt, dann lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, denn dann passe ich das Projekt eventuell im Nachhinein gerne auch nochmal an. Kommen wir jetzt zum interessanten Teil, und zwar, wie man das Ganze installiert und anschließend im Home Assistant einrichtet. Und zwar geht ihr dazu auf https://smarthomeyourself.de/barcodescan, scrollt hier runter bis zum Abschnitt Installation, stellt sicher, dass euer ESP32 D1 Mini am USB eures PCs angeschlossen ist und klickt anschließend auf den Button Barcode-Scanner auf ESP32 D1 Mini installieren. Wählt im folgenden Dialog den richtigen COM-Port aus und klickt auf Verbinden. Das braucht eventuell zwei Versuche, ich weiß leider noch nicht genau warum, aber spätestens beim zweiten Mal sollte die Verbindung auf jeden Fall funktionieren. Dann klickt ihr in der folgenden Auswahl auf Install Barcode Scanner, wählt Erase Device und bestätigt mit Next. Anschließend startet die Installation durch einen Klick auf Install. Nach erfolgreichem Flash-Vorgang klickt ihr auf Next und könnt abschließend durch einen Klick auf Connect to Wi-Fi euren WLAN-Zugang angeben, damit der ESP auch in euer Netzwerk verbinden kann. Jetzt könnt ihr auch schon euer Gerät in Home Assistant aufnehmen. Der Dialog bietet einem zwar nur den Punkt Add to Home Assistant an, aber der hilft einem nicht wirklich weiter, meiner Ansicht nach. Stattdessen wechselt ihr jetzt in euer ESP Home. Dort sollte jetzt ein Gerät mit dem Namen Barcode-Scanner gefolgt von 6 Zeichen mit einer grünen Discovered-Markierung erscheinen. Hier klickt ihr einfach auf Adopt und bestätigt die Meldung, um das Gerät in euer ESP Home aufzunehmen. Dadurch wird im ESP Home ein neues Gerät angelegt, welches ihr dann, wie gewohnt, mit einem Klick auf Install auf den ESP flasht. Wenn euer Home Assistant nicht über HTTPS erreichbar ist, muss zum erneuten Flashen der ESP an den USB eures Home Assistant angeschlossen werden. Die Installation ist aber auch über OTA, also über WLAN möglich. Dazu müsst ihr allerdings den API Encryption Key in eurem Projekt vorher entfernen. Solltet ihr nicht die Standardeinträge Wi-Fi-SSID und Wi-Fi-Passwort in eurer secret.yaml für ESP Home Projekte verwenden, dann müsst ihr auch noch im Code euren WLAN-Zugang angeben. Alles, was ihr zu den WLAN-Einstellungen in ESP Home und den verschiedenen Möglichkeiten zu flashen wissen müsst, habe ich ja bereits in der ESP Home Tutorial-Serie ausführlich erklärt. Die Videos dazu verlinke ich für alle, die nicht wissen, wie es läuft, einmal oben in der Infobox. Nach der Installation könnt ihr jetzt das Gerät in Home Assistant hinzufügen. Klickt dazu einfach unter Einstellungen, Geräte und Dienste auf den Button Neue Integration hinzufügen. In der Auswahl wählt ihr ESP Home aus, tragt bei Host die IP oder den Hostnamen eures ESPs ein, in meinem Fall zum Beispiel barcode-scanner-ab8614.local.
Jetzt steht euch der Barcode-Scanner im Home Assistant zur Verfügung und liefert über die Sensorentitäten die Informationen über gescannte ERN-Nummern sowie Produktname und Hersteller. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Automatisierung, um die Daten in der Einkaufsliste auch einzutragen. Dazu überwacht man einfach den Zustand des Produktsensors mit einem Zustandsauslöser. In der Aktion sorgt man dann über den Dienst ShoppingList@Item dafür, dass der neue Wert des Sensors in die Einkaufsliste auch eingetragen wird. Wer möchte, kann auch noch vorher prüfen, ob der Wert bereits vorhanden ist, um dafür zu sorgen, dass nur Werte in die Einkaufsliste eingetragen werden, die noch nicht auf dem Einkaufszettel stehen. Dafür ist allerdings noch ein Command-Line-Sensor notwendig, der vorher in der Configuration YAML angelegt werden muss. Den Code für den Sensor und ein vollständiges Beispiel für so eine Automatisierung findet ihr auch in der Anleitung zum Projekt. Den Link zur Anleitung packe ich natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung. Das heißt, den Sensor, den kopiert ihr einfach in eure Configuration YAML, dann einmal neu starten und dadurch ist der Sensor schon mal zur Verfügung. Dann könnt ihr ihn in der Automatisierung entsprechend verwenden. Die könnt ihr auch, wie gesagt, einfach aus der Anleitung kopieren und ja, ab jetzt könnt ihr eure Einkaufsliste durch das Scannen eines Barcodes also automatisch mit Einträgen füllen. Ich hoffe, euch hat das Projekt genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es mir natürlich wie immer gerne unten in die Kommentare. Auch wenn ihr noch Anregungen habt, freue ich mich immer über neue Ideen zu möglichen Erweiterungen meiner Projekte. Also lasst mich eure Ideen auf jeden Fall auch gerne mal in den Kommentaren wissen. Das soll es dann aber auch an dieser Stelle fürs Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen hoch, lasst auch direkt ein Abo da und klickt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!